Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Day of the Tentacle mit dem Gecko Climber. Moment, da will ich nicht hin, da will ich nicht hin. Da ist der Zwinge und hier ist... Oh, eine Recyclingmaschine. Sie mögen machtgierig und diktatorisch sein, aber immerhin recyceln sie den Müll. Ja, das muss man doch erstmal machen. So, da ist hier eine Mikrowelle. Da sind drei Stellungen. Garen, auftauen und mutieren ohne Wiedererkennen. Mutieren ohne Wiedererkennen. Na, das klingt doch nett. So, dann haben wir hier... Oh, das kennen wir doch noch so oder so ähnlich. Ist hier noch was drin? Gehen wir auf Seite. Nö, da ist nichts mehr. Na gut, ja. Das sind immer noch die vier Katzen. Gut, dann haben wir hier... Oh, da ist noch die Waschmaschine. Entschuldigung. Die alte kaputte Waschmaschine. Die ist ziemlich kaputt. Und der Trockner, was ist mit dem? Leer. Na gut, okay, dann haben wir hier alles gesehen. Oh, da ist ein grünes Loch. Grüne Löcher. Immer mal kurz reingucken. Spezies hier entnehmen. Ja, gut. Monitor, was gibt's hier? Da steht Medulla-Rechteck. Und was ist das hier? Da steht Öffner. Öffner? Da steht Öffner. Okay. Was auch immer. Ist wahrscheinlich eine moderne Kaffeemaschine oder sowas. So, was haben wir denn da vorne noch? Willst du mich direkt wieder einbuchten oder sowas? Er sieht meinem Onkel Reggie sehr ähnlich. Echt? Vielleicht mag er ja mit uns reden. Hallo, ich bin La... Du bist ein hässlicher Mensch! Bitte? Ich scherze nicht. Du bist wirklich der schlimmste Homo Sapiens, den ich jemals gesehen habe. Entschuldigung. Willst du mir damit etwas sagen? Gut, du bist ein Knaller. Von deinem Haar alleine kriege ich schon Albträume. Und deine Zähne, die Klamotten und dein eines Auge, das größer ist als das andere. Oh. Puh, wie viel schlechter kann ich noch werden? Nicht viel, außer es gäbe zwei von dir. Das wird doch am... Ja. Was ist das? Ein Schönheitswettbewerb? Ja! Oh. Echt? Tja, ich weiß nicht, ob man eine Menschenshow einen Schönheitswettbewerb nennen kann. Eher das Gegenteil. Hey, mach doch mal langsam. Eine Show? Super, trag mich ein. Tut mir leid, aber Menschen können sich nicht selber anmelden. Egal wie hässlich sie sind. Frag deinen Besitzer wegen der Anmeldung. Ja, ist ja gut. Kann ich nochmal mit dir reden? Könnte ich noch einen Menschen anmelden? Du kannst nichts machen. Du bist ein Mensch. Das hier ist die Tentakelwelt. Kapier's endlich. Ist ja gut. Ja. Nur Tentakel können etwas besitzen. Nur Tentakel dürfen wählen. Und nur Tentakel können Menschen für die Show anmelden. Ist ja gut, Mann. Du gehst mal langsam auf den Keks. Na, mal gucken. Ja. Ich kann immer noch nicht verstehen, wie sie durch einen Saugnapf essen können. Tja. Aber ich habe noch einen anderen Plan, nämlich wenn wir das dem guten Hoagie geben. Ich komme von hier nicht zum Chrono John. Ach nee, dann müssen wir hier... Nein, nicht diese Tür, sondern diese Tür hier. Ah, das ist dann die Tür dort. Und wenn wir hier rausgehen... Warte! Hey! Menschen dürfen hier nicht frei rumlaufen! Ich bringe dich zurück in den Zwinger. Ich wünschte, ich hätte eine Tentakelverkleidung. Ja, da arbeiten wir dran. So, ich muss noch mal für kleine Tentakel und so. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Ich muss mal für kleine Tentakel. Oh, na gut. Okay, lass uns Gassi gehen.
Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. Joho, machen wir. So, und jetzt werden wir erstmal das hier darüber schaffen. Und uns die letzte Ingredienz mal so Stück für Stück holen. Denn die, Dingensbummens, die, Gründer suchen ja noch nach einem Design für das gute Bett. Quatsch, für die Fahne von den USA. Da liegt ein Muster. Sterne und Streifen. Dumm, dumm, dumm. Hey, nicht kritisieren, bevor du nicht was Besseres hast. Ja, ich hab was Besseres, pass mal auf. Die mag ich. Zu spät, die wurden schon abgelehnt. Echt? Was ist mit dem hier? Daraus könnte man ein Mords-T-Shirt machen. Wäre eine coole Sache. Aber jetzt haben wir hier den tollen Plan und wenn wir den hier nehmen und drauflegen einfach, dann wird aus der Flagge der USA so ein komisches Tentakelkondom. So, und das ist genau das, was die gute Laverne hier braucht. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. So, jetzt ist uns nochmal schlecht und dann dreht's. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Schau mal. Ich muss mal. Ah, nee, das war der falsche. Tentakel. Entschuldigung. Oh, na gut. Okay, lass uns Gassi gehen. Wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich den anderen haben, aber mach nichts. Gut, Menschlein. Erledige dein Geschäft. Machen wir nachher. Komm, ab rein mit dir. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. So, mir ist nämlich, eigentlich ist uns ja beim Gassi-Gehen irgendwas Komisches haben wir gegessen und so. Juhu, und Mr. Tentacle ja. Guy. Was? Und, oh, ja. Mir ist schlecht. Schon wieder? Tja. Und er lässt uns hier einfach so alleine. Aber uns kann es ja nur recht sein. So, jetzt wird's interessant. Mal schauen, wie blöd diese Tentakel tatsächlich sind. Oh, wenn wir jetzt die Fahne einfach einsacken. Da komme ich so nicht dran. Okay, da brauchen wir noch ein bisschen Hilfe. So, guck mal doch mal. Ich glaube nämlich, hier war es. Genau, wenn wir jetzt hier hochkraxeln. So, da haben wir hier nämlich die Kurbel. Wenn wir die nämlich jetzt nehmen. Oh. Die wollte ich jetzt nämlich eigentlich zu der Laverne. Na. Sie hat es nicht geholt. Okay, die Sache ist doch ein bisschen komplizierter. Tut mir leid, ist mein Fehler. Aber wir haben ja etwas Zeit. Warte! Ja. Menschen dürfen hier nicht frei rumlaufen. Ich bringe dich zurück in den Zwinger. Ich wünschte, ich hätte eine Tentakelverkleidung. Da schaffen wir ja dran. Jetzt muss ich doch noch mal kurz aufs Klo. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Ich muss mal für kleine Tentakel. Oh, na gut. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. Ja, du weißt ja, mit der Verdauung ist das immer so eine Sache und je nachdem, wie es einem gerade geht. So. So, dann nehmen wir doch mal. Da ist nichts zu holen. Echt? Dann müsste der das doch noch haben. Hat der noch die Kurbel? Da ist ja die Kurbel. Und zack. So, jetzt sieht die Welt doch schon ganz anders aus. Und jetzt müssen wir auch an unsere Verkleidung kommen. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Jo, wir sind soweit. Juhu, und jetzt? Mr. Tentacle Guy. Was?
So. Oh, mir ist schlecht. Schon wieder? Ja, da kann man halt nichts machen. So. Aber ich verspreche dir, das wird jetzt nicht mehr so oft passieren, denn wir werden jetzt bald hier ein wenig unsere Ruhe haben. Und zack, da sind wir. So, und jetzt benutzen wir die Kurbel in der Kurbelbox. Ups, wollte ich doch gar nicht. Ich wollte eigentlich die Kurbel benutzen. So, und jetzt müssen wir doch an die tolle Fahne kommen. So, und wenn wir die jetzt erstmal angucken. Eine Größe für alles. Tja. So einfach ist es. So, und wenn wir die jetzt benutzen. Süß. Okay, dann mal eine Etage tiefer. Unterdessen. Sagen Sie, Leutnant, wie denken Sie wirklich über die Menschen? Ehrlich, Sir? Ich denke, sie sind dreckig, obszön, faul, widerlich. Wie das Zeug in deinen Augen, wenn du wach wirst. Wie das Wachs, das sich hinter den Saugnäpfen bildet. Wie? Das reicht, mein Sohn. Ich wollte nur sicher gehen, dass du keiner der Menschensympathisanten bist. Jetzt, wo diese schreckliche Menschenshow läuft, wimmelt es überall von Menschenliebhabern. Ich bin kein Menschenliebhaber, Sir. Das ist gut. Nun hör mir zu, ich habe da einen kleinen Plan. Oh. Okay, da hat jemand einen Plan. So, mal schauen, ob Daisy sich jetzt hier ein bisschen eher mit uns unterhalten will. Hallo, ich bin ein Tentakel. Ich möchte meinen Menschen für die Show anmelden. Oh, toll. Ja, ja, natürlich. Nimm dieses Namensschild, steck es ihm an und dann lass ihn in der Halle warten. Echt? Die Teilnehmer werden nach 3 Kriterien beurteilt. Bestes Grinsen, bestes Haar und bestes Lachen. Danke, Tentakelkamerad. Im Gegensatz zu Menschen warst du sehr nützlich. Oh, danke. Es war mir ein Vergnügen. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein Mensch. Tja, müssen wir mal gucken. Das war mal ein gut aussehendes Tentakel. Soll ich dir mal erzählen, was wir hier so, was du sonst so über uns gesagt hast? Nee, lieber nicht. So, hallo Wache. Vielleicht magst du hier ein bisschen mit uns flirten und so. Hallo, ich bin Laverne. Laverne, wie? Komischer Name für ein Tentakel. Bist du zur Show hier? Ja, das stimmt. Nun, genau. Dann viel Glück. Da gibt es ein paar tolle Preise zu gewinnen. Mhm. Der Hauptpreis ist ein Essen für 2 im Tentakelclub. Echt? Cool. Schöne Uhr. Ja, das ist eine wertvolle Antiquität. Ich würde sie dir ja zeigen, aber ich muss im Moment drauf aufpassen. Niemand nähert sich ihr, solange ich hier bin. Oh, okay. Könnte ich bitte die Uhr anfassen? Tut mir leid, nein. Niemand berührt die Uhr, solange ich Dienst habe. Na schön. Bist du nicht neugierig, was hinter der Uhr ist? Nicht wirklich. Bewachen ist immer dasselbe, egal was zu bewachen ist. Ach, komm schon, so ein bisschen Neugierde ist doch immer gut. Naja, bei dir vielleicht weniger. Ist hier schon mal jemand entkommen? Einige versuchen es, aber ich bringe sie wieder zurück. Das ist meine Hauptaufgabe und ich nehme sie sehr ernst. Ich kriege sie immer, egal wie lange das dauert. Einmal habe ich einen 6 Tage lang gejagt. Es ging quer durch die Täler bis hoch auf die Berge, da im Westen. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich essen musste, um zu überleben. Echt? Das hier vielleicht. Larven- und Madensalat? Gütiger Himmel! Tja, man sieht sich. Tja, vielleicht kann ich dir noch mehr meiner Geschichten erzählen.
Ja, vielleicht. So, jetzt verkrümeln wir uns mal nach oben. Hey, blödes Tentakel! Tja. Was haben wir denn hier? Oh, da ist die Zeitkapsel. Mal schauen, was auf dem Schild steht. In Erinnerung an die Gründungsversammlung, ins Leben gerufen von Thomas Jefferson Anno Domini 1790. Von einem Flug Anno Domini 1795 überrannt. Schade um die Zähne. Hä? Moment. Nochmal bitte. In Erinnerung an die Gründungsversammlung. Genau, da war man ja. Ins Leben gerufen von Thomas Jefferson Anno Domini 1790. Von einem Flug Anno Domini 1795 überrannt. Schade um die Zähne. Am Flug oder wo? Was sind das eigentlich für toll? Oh, ein toller Kerzenständer, den gucken wir auch mal direkt. Dekorativ. Vielleicht einsacken? Jemand scheint ihn am Tisch befestigt zu haben. Ei, wer macht denn so etwas? So, da ist hier noch ein schönes Bild. Sieht wie ein Pudel aus, den ich mal kannte. Echt? Du kennst Pudel? Haben wir hier noch eine Bank? Sieht bequem aus. Na dann, machen wir es uns mal bequem. Keine Zeit dafür. Hätte ja sein können. Wer ist denn das hier? Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Na gut. Dann nehmen wir mal die nächste Tür. Wer ist denn da drinne, bitte? Oh. Da ist eine Lampe. Das ist der Typ aus der hawaiischen Polizistenshow. Echt? Cool. So, da ist eine Mumie. Interessantes Mannequin. Echt? Kannst du mit mir reden? Hallo, mein stiller, eingewickelter Freund. Ich muss den Chrono John anschließen. Tja. Vielleicht finde ich ein paar Batterien. Magst du? Meinst du, es ist komisch, zu einer Mumie zu sprechen? Ich glaube für dich nicht. Ja. Es macht kaum einen Unterschied, mit den Spezies von der Medizinschule zu reden. Genau. Was nehmen wir denn dann hier? Sie sind vielleicht etwas offener. Aber? Na gut. Hui, du hast aber tolle Sachen an. Trugen das auch die gut angezogenen Ägypter? Tja, toller Witz und so. Ich bin beunruhigt wegen dieser Menschenshow. Ist das wirklich Moral? Das ist doch mal eine gute Frage. Preise vergeben für das beste Lächeln und das beste Haar? Das erinnert mich doch so ein bisschen an Germany's Next Topmodel und so. Da ist noch etwas mit dieser Show. Ja. Was machen Sie mit den Menschen nach der Show? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, dass man statt dieser Show hier einfach Germany's Next Topmodel oder so nimmt. Vielleicht nehmen Sie einfach mit nach Hause. Ja. Da ist noch etwas mit dieser Show. Genau, das wir noch nicht gesagt haben. Wo finde ich einen Menschen für die Show? Ja. Ich glaube nicht, dass ich die Edisons passend aus dem Gefängnis kriege. Ich sollte jetzt gehen. Ja, wäre vielleicht keine schlechte Idee. Oh, ein lila Flamingo? Den gucken wir auch mal kurz. Klassisch. Schöne Sache. Oh, eine Lavalampe. Mein Gott. Cool. Die müssen wir einpacken. Keine Chance, das ist gefährlich.
Ja gut, okay, mit heißen Sachen soll man nicht spielen. Ein Entspannungssessel. Bequem. Echt? Dann pack dich mal rein. Keine Zeit zum Ausruhen. Ich versuche, die Welt zu retten. Na gut, na gut, na gut. Dann nehmen wir jetzt erstmal die Tür. Und schauen uns dann nachher die letzte Tür hier dann noch an. Oh, Moment, hier sind noch Schilder. Schilder müssen wir erstmal lesen. Schilder sind dazu da, um gelesen zu werden. Weh. R. Was steht hier drauf? F. Muss eine Art Code sein. Wie auch immer. Ja, ich würde dann sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns hier noch ein klein wenig weiter um und werden dann dem guten Hoagie helfen, an seine Superbatterie zu kommen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde jetzt sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!